Resident Evil 4 VR ist exklusiv für 40 Euro für die Oculus Quest 2 erschienen und in diesem Video bekommt ihr neben meinem ersten Eindruck die Möglichkeit, Resident Evil 4 VR zu gewinnen. Wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, erkläre ich euch später im Video. Wollt ihr künftig nichts mehr verpassen zur Oculus Quest, dann abonniert diesen YouTube-Channel, denn hier gibt es Reviews, Tests und Tutorials nur zu eurem Lieblings-Virtual-Reality-Headset. Wollt ihr wissen, was die besten Games auf der Oculus Quest sind? Dann schaut doch mal in diese Infokarte. Da habe ich euch verschiedene Top-Listen hinterlegt, was beispielsweise das Community-Voting ergeben hat, welche Spiele euch am besten gefallen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu Resident Evil 4 VR. So, und da sind wir im Ladebildschirm zu Resident Evil 4 VR. Das erste Game, was ja Oculus Quest 2 exklusiv rauskommt. Und das ist so ein Titel, ja, da haben sich viele drauf gefreut. Da haben wir uns lange drauf gefreut. Erstmalig wurde das tatsächlich im Anfang des Jahres. Ich meine, irgendwann im Januar, Februar vorgestellt, meine ich, und angekündigt, dass das kommt. Und jetzt ist es endlich da und darauf haben wir uns nicht nur gefreut, weil das ein verdammt geiles Spiel ist und was einfach ein VR-Port verdient hat, sondern auch, weil das erste Game ist, was wirklich Oculus Quest 2 optimiert ist. Das heißt, hier können wir davon ausgehen, dass die Potenziale der Oculus Quest 2 voll genutzt werden. Kehrseite der Medaille, für die Oculus Quest 1 erscheint das ganze Ding nicht. Und warum lädt er denn jetzt hier so lange? Junge. Na, hier steht zumindest, dass das eine einmalige Geräteoptimierung ist. Das ist was anderes als bei Song in the Smoke, wo ich da erstmal davon ausgegangen bin, dass das immer so lange dauert. Aber hier ist es dann natürlich, ja, wenn das dann entsprechend von der Performance und von der Grafik stimmt, dann soll er sich die Zeit jetzt gerne beim erstmaligen Starten nehmen. Ja, und ich bin echt gespannt. Tatsächlich habe ich jetzt mit mehreren Leuten darüber gesprochen, unter anderem Hoshi. Und ich musste mich bekennen, ich habe Resident Evil damals nicht gespielt. Ja. Ja, das ist schon mal... Das sieht schnieke aus, Leute. Das sieht schnieke aus. Beliebige Taste drücken. Resident Evil 4. Einfach oder normal? Komm, machen wir schon normal, ne? Anpassen des Spiels. Resident Evil bietet eine Reihe von Optionen, um das Spielerlebnis für Ihre persönliche anzupassen. Für eine rasche Einrichtung stellen wir Ihnen kurz ein paar Fragen. Ja, komm, mach. Spielposition stehend. Immer stehend. Haupthand, linke Hand. Ist wohl kein Linkshänder-Support, das heißt, gehen und laufen werden nicht vertauscht, sondern ihr könnt nur mit der linken Hand dann schießen, hat mir der Hoshi gerade gesagt. Wir wollen volle Bewegung. Ja, uns wird nicht schlecht. Und ja, Anpassen des Spiels können wir nachhinein auch noch machen. So, das sind die Einstellungen, die wir jetzt getroffen haben und damit starten wir jetzt mal ins Spiel. 1998. I'll never forget it. It was the year Deutsche Untertitel schon mal gut. In the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Okay. Resident Evil. President Evil war Trump, ne? Ja, Mann. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. Oh Gott, das ist ja schon, die Kameraperspektive ist ja schon sowas von klar, dass da gleich irgendwas vor dem Auto rennt. Also jetzt hier auch so Kinoleinwandmäßig ist das ganz cool. Geht's gerade weniger auf die Story ein, die sollte er selbst erleben, sondern ich
beurteile gerade das Erlebnis. Wir stehen hier gerade irgendwo auf einer Plattform und gucken uns das halt an. Das ist ganz nett. I'm counting on you guys. Ja, wir zählen auf die. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. Da muss man pinkeln. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. Okay, das ganze spielt in Europa. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? Oh, da kommt was, was beim Pinkeln stört. Also das ist das... Guck mal, das Gras da beispielsweise sieht wirklich, wirklich flach aus, aber das macht hier einen guten, echt insgesamt einen sehr guten Eindruck. Also auch so von der räumlichen Tiefe, auch wenn das jetzt auf so einer Kinoleinwand ist, haben sie schön gemacht. Aber irgendwas beobachtet uns dort. Ich glaube, es ist jetzt reine Storytelling. Wäre schön, wenn wir mal ein bisschen loslegen und ballern könnten. Aber man wird auch so voll mit in die Handlung genommen, ne? Das ist ganz nett. Gute Videosequenzen. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Okay. We'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Ja, genau. Hier kriegt man Knöllchen. Alles klar. Weißt du Bescheid? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. Ah, Ingrid Hunnigan. Loud and clear. So the subject's name's Ashley Graham, right? Das ist geil gemacht. That's right. She's the daughter of the president. Das sieht alles knackscharf aus, Leute. Ohne Supersampling, ohne alles. Haben die hier wirklich? Haben die hier wirklich Gas gegeben? Also das ist so mit eines der schärfsten Sachen, die ich überhaupt auf der Quest gesehen habe. Also der war echt, ich will jetzt nicht zu viel. Tutorial fürs Waffenhandling, ja klar. Ja, komm hier. Ja, wir wollen... Greiftaste, okay, hier haben wir unser Messer. Und hier die Knarre. Okay, Messer. Schwingen. Okay. Knarre. Erste Hilfespray befindet sich. Ah, okay, damit können wir uns heilen. Ja, müssen wir wahrscheinlich dann so machen. Alles klar. Hab ich doch. Okay, müssen wir lange den Trigger drücken. Also wir haben Erste Hilfespray, wir haben Messer, wir haben eine Knarre. Armbanduhr, die Armbanduhr, die ihre aktuelle Gesundheit, Munition und weitere nützliche Informationen zeigt. Ja, die Informationen kriegen wir hier alle. Und das Datum, ist ja cool. Das aktuelle Datum, also der schaut sich schon an, wann wir hier spielen. Und ihr seht jetzt, 21.10. Rechter Trigger gedrückt halten. Um das Auswahlrad. Ach, dann können wir uns hier schnell aussuchen, was wir haben möchten. Halten Sie den rechten Trigger gedrückt und bewegen Sie das... Ah, guck mal, so können wir schnell auswählen. Zack. Zack zur Waffe, alles da. Wechseln Sie zum Messer, indem Sie den rechten Trigger... Ach, guck mal, hier haben wir dann schnell wechseln. Einfach nur triggern, haben wir zack, zack, guck mal. Das ist ja geil. Das ist richtig gut gemacht. Das ist eine richtig gute Idee. Immersiv. So, alles klar. So, jetzt sind wir hier in dem Wald, haben ein kleines Tutorial bekommen. Nee, Vignette muss aus, Leute. Die Vignette muss aus. Das geht so nicht, sonst könnt ihr da nicht zugucken. Ich habe früher mal ein Game komplett mit Vignette aufgenommen, da geht ihr kaputt. Einrasten, Drehwinkel, Spielposition. Kameraausrichtung, Vignette. Keine. So. Das ist nämlich der schwarze Rand, den ihr da gerade hattet. Der kotzt so beim Zusehen an. Oh. Oh. Müssen wir mal gucken, wie ging das nochmal? Ah, komm. Dann nehme ich mal. Nachladen hat er uns jetzt nicht gezeigt. Oh, okay, wieder eine Sequenz. Excuse me, Sir. Was macht der Sir da?
Geht's dem Sir gut? Sir, geht's Ihnen gut? Sir? Sir, was machen Sie da am Feuer, Sir? Sir? Sir, kann ich Ihnen helfen am Feuer, Sir? 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 Oh mein Gott, Sir. I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. No. Der will uns schön fertig machen. Können wir vielleicht selbst schießen? Das wäre cool. I said freeze! Munition nehmen? Okay. Gut, dass wir nicht nachgeladen haben. So, und dann schön zwischen die Augen. Ne, ernsthaft? Wie kann ich dem eine Kugel zwischen die Augen jagen und der kommt immer noch? Jetzt kommt die Polizei. Oh mein Gott, da kommt noch ein Freund. Also das Storytelling ist hier schon mal ganz groß. Das Ding ist nicht nur in der Ankündigung ein großer Titel, das fühlt sich hier auch gerade tatsächlich beim Zocken wie ein großer Titel an. Und von der Qualität. There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. Ja, der war unfreundlich, da müssen wir ihn neutralisieren, ist ja klar. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Okay, alles klar. Auf gut Deutsch, keine Rücksicht auf Verluste. Ach, warte mal. Das war die falsche... Nee, ich will einfach zurück. Was ist denn X? Vergesse ich immer wieder. X ist öffnen. Tür öffnet sich nicht. Okay, da ist wahrscheinlich, liegt da was vor. Können wir hier irgendwas erkennen? Auf jeden Fall warten da draußen welche auf uns. Was haben wir hier? Prüfen. Mann, man muss das auf der anderen Seite drücken. Sorry, Leute. X ist... So. Es ist kein Zombie. Gut. Gehen wir hier weiter? Nee, hier ist auch nur Scheiß. Da müssen wir wohl mal nach oben. Wenn wir irgendwas erkennen, ja, guck mal, da draußen sind welche. Ne, von hier aus kriege ich die auch nicht, oder? Gucken wir hier wieder. Pistolenmunition. Ah, verstaut er direkt. Oh. Hau ab. Mit deiner Mistgabel kommt er da angeschissen, ey. Rausspringen. Auf jeden Fall. Ach, das ist aber auch schön, dass hier ist in der... Ja, komm hier. Nein! So, okay. Haben wir hier noch irgendwas? Okay, der hat noch was. Schatztruhe. Cool, S. Wir haben eine Schatztruhe gefunden. So, und jetzt sollen wir zum Dorf. Ohne uns aufhalten zu lassen. Und diese Waldatmosphäre hier, das ist echt nice. Ach, guck mal hier, an dem Tag können wir speichern. Ah. Stube. Bestätigen. Ja, schön. Okay. Haben wir gespeichert. So, Schatztruhe. Ah, eine Pflanze. Ich glaube, mit einer Pflanze können wir nachher Heilung irgendwie. Was kriegen wir? Ja, Mann! Ernsthaft, wieso hat er denn eine Schatztruhe? Ach du Scheiße. Warum hat er denn eine Schatztruhe dabei? Oh. Hör mal. Ah. Da mussten wir helfen. Das geht ja mal. Oh, da müssen wir aufpassen, das ist noch mehr. Ganz viele Beeren fallen hier. Und Sprengfallen müssen wir auch aufpassen. Und hier wieder Beeren fallen. Ja, aber warum willst du... Warum? Warum muss ich hier alle töten? Vielleicht ist das einfach nur ein ganz blödes Missverständnis. Hast du noch was für mich? Also es macht auf jeden Fall einen super guten Eindruck. Super gut umgesetzt auch hier. Oh, muss mal nachladen.
Auch hier, dass ihr... Oh, scheiße. Mal gucken. Also super gute Mechanismen eingebaut, echt cool. Sind die schon wieder da? Irgendwie so ein Kampfteam, was ich noch lernen muss. So wie beim Weißen Hai. Guck mal, wir hätten ihn treten können. Mein Gott, ich versemmel aber noch viele, ne? Ja. So einen Schuss kannst du nicht überleben, Junge. So. Das war der Kung-Fu-Action-Kick. Nein. Wow. Genau, verkrümel dich. Boah, guckt euch das an hier. Hinter uns? Ah, da oben, guck mal. Da haben die schön gepennt. Wir sehen uns im Dorf. Oh ja, der wartet auch schon auf uns, wa? Sag mal, wir schießen ihm in die Fresse und der kriegt Nasenbluten, oder was? So ein Witz. Okay, jetzt haben wir hier eine Tür. Pueblo. Das ist das Dorf. El Pueblo. Hannigan, Ingrid. Leon, how you holding up? Bad question, Hannigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it, thanks. Ja, ist aber nett. Pausenmenü. Wählen Sie den Tab Spielanleitung. Ah, wir kriegen jetzt eine Spielanleitung, okay. Ah, da können wir uns die ganzen Grundlagen angucken. Also hier habt ihr noch Schlüssel und Schätze und könnt ihr euch alles Mögliche angucken. Okay. Also quasi so eine, ja, es hieß ja auch Spielanleitung. Oh, ich glaube, das wird jetzt gleich munitionsintensiv. Aber ich will die nicht töten, da sind Hühner dabei. Hallo. Seid ihr böse auf mich? Nee, guck mal, die gehen ja alle auf uns los. Das ist ja nicht normal. Was ist denn los, Leute? Hat Schalke verloren? Wow! Sag mal! Das ist hier wenig zivilisiert, was bei euch abgeht. Oh. Oh! Aber sag mal. Ey, jetzt kommen die auch noch mit den angeschissen. Verdammte Axt! Okay, da konnten wir uns jetzt befreien in einer... What? Ich habe nicht gecheckt, dass sie von hinten kamen. Die können uns doch nicht einfach von hinten sch***. Du bist tot. Es wäre mir gar nicht aufgefallen. So, und damit ihr einmal seht, beim zweiten Mal, ich möchte das natürlich für euch testen, startet der hier auf jeden Fall schneller. Und jetzt möchte ich von der Stelle aus nochmal mit euch in Pueblo starten. Also diese einmalige Optimierung war nicht gelogen. Das war wirklich jetzt ratzifatzi. Ratzifatzi. So, und jetzt können wir sagen, fortsetzen. Wir sind gerade im Pueblo gestorben und müssten ja jetzt im Pueblo weitermachen. Nö, hier an der Schreibmaschine. Okay, dann speichert er immer an diesen Schreibmaschinen. Sorry, ich kenne halt Resident Evil quasi von damals gar nicht. Kriegen wir die auch irgendwie so kaputt? Hilfen, das ist... Ja, komm. Hau euch alle kaputt mit meinem geilen Messer. Hau ab mit deiner Mistgabel, Mensch. So eine Scheiße. Oh, hier brennt einer. Ja. Ciao, ciao, miau. Grüße an Volker. Nein! Hau doch ab hier. Treten, ich trete euch. Boah! Wollt ihr denn alle von mir? Ich habe euch doch gar nichts getan. Ich wollte hier
Weißt du, da buchst du mal einen Abenteuerurlaub im Osten Europas und dann hast du... Oh Gott, nein, ernsthaft, durch eine Axt im Schritt. Wir sind durch eine Axt im Schritt gestorben. Wer hätte das geahnt? Ja, Leute, auf jeden Fall mein Fazit zu diesem Game. Tippitoppi, auch für 40 Euro finde ich Sonport richtig klasse. Zwar keine deutsche Sprachfassung, aber deutsche Untertitel. Es ist vom Gameplay super gelöst. Es ist eine klasse Port in die Virtual Reality. Ich finde diese Passagen, wo es zwischen der Kinoleinwand und der wirklichen VR-Fassung wechselt, sehr, sehr gelungen. Es sieht gut aus. Natürlich, es ist eine relativ große Spielwelt. Und das heißt, wir müssen da natürlich irgendwo mit Abstrichen rechnen. Aber es ist super gut und stark umgesetzt. Also es gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und jetzt interessiere ich mich für eure Meinung. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie findet ihr Resident Evil? Wie findet ihr vor allem den Preis für 40 Euro? Sagt ihr, das ist zu teuer? Das würde mich echt mal interessieren. Und allgemein, was sagt ihr zu dem Port? Habt ihr früher Resident Evil gezockt, Resident Evil 4 auch, und freut euch jetzt auf diese Fassung? Ich bin gespannt, von euch zu lesen. Und durch euren Kommentar teilt ihr mir und der Community nicht nur mit, wie ihr dieses Game seht, sondern ihr nehmt auch noch am Gewinnspiel teil. Ihr könnt ein Key zu Resident Evil gewinnen, indem ihr einen Kommentar schreibt und eben schreibt, wie ihr Resident Evil findet, indem ihr dieses Video liked und indem ihr die Zockstube abonniert und das Glöckchen anmacht. Die Auslosung ist am kommenden Sonntag auf dem Discord-Server der Zockstube im Chat Gewinnspiele. Wenn euch das zu schnell gegangen ist, dann schaut doch mal in die Videobeschreibung, da habe ich es euch nochmal detailliert erklärt. Ja Leute, ich freue mich auf eure Kommentare und wenn euch dieses Video gefallen hat, natürlich auch über euer Däumchen nach oben. Das war mein erster Eindruck zu Resident Evil 4 VR. Wollt ihr weitere Ersteindrücke zu allen Games auf der Oculus Quest sehen, dann schaut doch mal in diese Playlist, da habe ich euch alphabetisch alle Videos hinterlegt, sodass ihr euch immer einen perfekten Eindruck verschaffen könnt. Wollt ihr darüber hinaus das beste Zubehör für die Oculus Quest kennenlernen, dann schaut doch mal in die Playlist da unten. Möchtet ihr auch in Zukunft keine Reviews, Tests oder Tutorials zu Oculus Quest verpassen, dann abonniert die Zockstube und macht das Glöckchen an. Vielen Dank an meine Patreons, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!